zusammen. Hier ist wieder Andy vom EQ-Blog. In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir einen virtuellen DVD-Brenner für Windows einrichten können. Ja, virtueller DVD-Brenner, wofür zur Hölle brauche ich denn das Ganze überhaupt? Wir kennen ja die Standard-Windows-Funktion, dass ich ISO-Dateien einbinden kann. Das wird dann ich nehme eine ISO-Datei und die wird dann als virtuelles DVD-Laufwerk eingebunden. Das Ganze ist aber halt ein nur Lesen-Laufwerk. Da kann ich jetzt nicht mit irgendeiner Brennsoftware drauf schreiben. Die Frage ist natürlich auch, wofür brauche ich denn zur Hölle einen virtuellen DVD-Brenner? Nun, es gibt manchmal Software oder Funktionen, die mir erlaubt, eine DVD zu brennen, aber leider nichts anderes und keine ISO-Datei. Wie zum Beispiel hier diese Funktion hier von Windows. Da wollte ich mir hier so einen Reparaturdatenträger erstellen. Und wenn ich kein DVD-Laufwerk oder CD-Laufwerk habe, kein Brenner, dann kann ich das Ganze nicht machen, weil ich kann hier nur quasi mein DVD-Laufwerk hier auswählen. Es gibt nicht die Möglichkeit, da direkt eine ISO-Datei zu erstellen, sondern ich habe nur die Möglichkeit, das wirklich zu brennen. Und da mein Computer ja sowas nicht hat und ich über USB auch sowas nicht anschließen wollte, habe ich mir gedacht, gibt es da vielleicht eine Software, die so ein virtuelles DVD-Laufwerk bzw. Brenner emuliert, das mir am Ende dann eine ISO-Datei ausspuckt. Und tatsächlich, das gibt es. Und zwar habe ich da ein bisschen geguckt. Es gibt kostenlose Software und kostenpflichtige. Ich habe mir gedacht, so oft brauche ich das nicht. Da nehme ich was Kostenloses und habe hier den Total Mounter gefunden. Man sieht, die Webseite, die ist so ein bisschen altbacken, wirkt die. Und wenn wir hier auch unter die Systemanforderungen reinschauen, da steht hier zum Beispiel Windows XP, Windows Server Vista, Windows 7. Also die Software, die ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber sie funktioniert problemlos, auch unter Windows 11. Und auch wenn wir hier auf Download gehen, das steht hier zum Beispiel Download Trial, nicht verunsichern lassen hier an der Stelle. Das ist dann aber die Vollversion und die kostet auch nichts, die Software. Ja, die habe ich dann hier mal installiert, schon mal runtergeladen und installiert. Die kann man dann hier über das Startmenü starten, muss man kurz bestätigen. Und dann sieht man jetzt hier die Oberfläche, die ist ein bisschen werbefinanziert, aber die macht im Prinzip bloß Werbung für die eigenen Produkte von der Firma, so wie ich das jetzt hier gesehen habe. Und dann kann ich hier eben über Mount ein virtuelles Laufwerk erstellen, DVD-ROM, oder eben halt auch ein Read-Write, also einen virtuellen Brenner. Das mache ich jetzt hier mal, kann einen nächsten Schritt festlegen, okay, ich möchte hier eine neue Datei, eine neue ISO-Datei erzeugen. Ich kann hier auch den Typ festlegen, CD oder DVD. Und dann kann ich hier auch die Größe festlegen von dem Ding. Kann ich hier zum Beispiel sagen, so und so viel Megabyte soll das Ding hier maximal sozusagen haben. Hier sieht man auch so einen kleinen Strich, das ist dann die Größe von so einer DVD. Alles, was dann größer ist, ist dann halt Blu-ray. Dann lege ich noch einen Pfad hier fest. Mache ich jetzt hier einfach mal auf dem Desktop. Und wir wollen ja so eine Rettungs-DVD bzw. CD erstellen. Das mache ich jetzt hier mal. Also wähle ich jetzt hier mal als Disk-Typ CD aus. Und gebe jetzt hier einfach mal als Größe 640 war, glaube ich, so diese Größe, die Standardgröße von CD. Und klicke auf Fertigstellen. Und dann sieht man, hier wird die ISO-Datei erzeugt. Und im Explorer taucht dann hier auch unser DVD-RW-Laufwerk auf. Und man sieht, das ist jetzt ja derzeit noch leer. Und jetzt kann ich eben hergehen und mit einer beliebigen Brennsoftware das Ding auch beschreiben. Jetzt mache ich hier zum Beispiel mal den Reparaturdatenträger. Man sieht, er hat jetzt hier das Laufwerk erkannt und dann kann ich hier eben hergehen und den Datenträger erstellen. Jetzt ist er auch schon fertig und wenn wir dann jetzt hier reinschauen, dann sehen wir jetzt hier, dass das Ding jetzt hier quasi belegt ist. Also der Schreibvorgang ist sozusagen abgeschlossen. Und wenn wir hier reinschauen, dann sehen wir jetzt hier unsere Dateien, die jetzt eben auf diese virtuelle DVD bzw. ISO-Datei gebrannt wurden. Wir können die jetzt auch mal auswerfen hier. Mache ich jetzt hier mal. Kann man auch über die Software hier Unmount machen. Dann verschwindet das Laufwerk hier im Hintergrund. Und mal kurz warten, bis das Ganze hier passiert. Jetzt ist es weg. Und hier haben wir eben unsere ISO-Datei. Wenn wir hier auf Eigenschaften gehen, sehen wir auch, die hat jetzt hier eben diese Größe, was ich da eben drauf gebrannt habe. Und die kann ich jetzt eben dann auch als ISO-Datei verwenden und zum Beispiel dann auch mit der Windows-Funktion dann hier bereitstellen. Und dann sieht man, dann wird die hier als virtuelles Laufwerk eingebunden. Also ist eine ganz schicke Möglichkeit, da Dinge halt virtuell zu brennen. Und dann habe ich am Ende eine ISO-Datei. Das Ganze können wir auch mal so machen, dass wir jetzt mal die Brennfunktion von Windows jetzt hier verwenden. Da mache ich jetzt hier meine zweite DVD. Machen wir mal Speichern, Fertigstellen. Da haben wir wieder unser Laufwerk, hier mit so und so viel Speicher frei. Und Windows kann ja selber Dateien auf DVD brennen. Das mache ich jetzt hier mal. Ziehe jetzt hier einfach mal diese Dateien hier auf das Laufwerk. Dann kommt hier ganz normal diese Abfrage, wie möchte ich das Ding hier verwenden.
als DVD oder halt wie ein USB-Speicherstick. Dann mache ich hier weiter und dann sind die Daten hier sozusagen noch nicht drauf, weil da muss ich erst hier brennen, da muss ich hier Brennvorgang abschließen und dann wird jetzt das sozusagen hier gebrannt. Witzig ist auch hier die Aufnahmegeschwindigkeit, die natürlich extrem hoch ist, weil das Ganze ja auf einer ISO-Datei basiert und dann entsprechend auch schnell ist. Ja, und so werden jetzt dann die Daten jetzt eben virtuell gebrannt. Genau, das ist im Prinzip ein virtueller DVD-Brenner. Gibt sicherlich den ein oder anderen Anwendungsfall, wenn wirklich noch eine Software unbedingt auf CD das Ganze irgendwie sichern oder erstellen will und man hat kein Laufwerk, dann kann man da super einfach mit einer ISO-Datei dann erzeugen. Genau, das war's auch, was ich zeigen wollte in dem Video. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom IKIWI-Blog.